Herzlich willkommen zum digitalen Dienstag, heute mit dem Thema E-Learning im Unternehmen nutzen. Ich freue mich ganz herzlich, dass Sie sich zugeschaltet haben. Mein Name ist Sarah Pielenkemper. Ich bin Referentin am KOFA und ich freue mich heute noch mehr, dass ich nicht alleine bin, sondern dass ich mit meinem Kollegen, Herrn Dr. Christian Hofmeister vom Projekt Netzwerk Q4.0, einen wirklichen E-Learning-Experten mit beim digitalen Dienstag habe. Lieber Christian, magst du dich vielleicht selbst einmal kurz vorstellen? Ja, gerne. Danke, Sarah. Herzlich willkommen in der Runde auch von meiner Seite. Das erste Mal bin ich beim digitalen Dienstag jetzt mit dem speziellen Thema E-Learning. Ja, wie gesagt, mein Name ist Christian Hofmeister. In den letzten Jahren habe ich mich intensiv mit der Konzeption sowie Entwicklung von E-Learning und Blended Learning-Angeboten beschäftigt und gebe Ihnen heute gerne einen ganz einfachen Einstieg in das Thema. Genau, ja, herzlichen Dank, Christian, dafür. Bevor es dann losgeht, nochmal zwei, drei Sätze zum Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, falls Sie uns noch nicht kennen sollten. Also unser Ziel ist es, relevante Informationen für gute Personalarbeit in kleinen und mittleren Unternehmen bereitzustellen und das Ganze praxisnah und mit leichtem Zugang. Wie machen wir das Ganze? Wir erstellen eigene Empirie, also wir erstellen eigene Studien, zum Beispiel zu Analysen zur Fachkräftesituation in Deutschland. Daraus, aus den Daten, entwickeln wir Handlungsempfehlungen und Checklisten für Sie, also dass Sie ganz konkrete Tipps für Ihre Personalarbeit erhalten. Wir stellen Praxisbeispiele vor, wie Kollegen von Ihnen sich schon mit bestimmten Herausforderungen beschäftigt haben und wie sie die überwunden haben. Wir sind viel auf Vorträgen in Netzwerken unterwegs, momentan natürlich überwiegend in Form von Webinaren. Und wenn Sie regelmäßig über unsere Neuerungen informiert bleiben möchten, empfehle ich Ihnen unseren monatlich erscheinenden Newsletter. So bleiben Sie über alle Neuigkeiten im KOFA auf dem Laufenden. In den Folien finden Sie hier auch nochmal den Anmeldelink zu unserem Newsletter. Vorab auch noch ein paar organisatorische Hinweise. Wir freuen uns über Ihre Fragen. Also löchern Sie Herrn Hofmeister mit allen Fragen, die Sie zu dem Thema E-Learning in Unternehmen haben. Sie finden dazu auf der rechten Bildschirmseite ein Bedienpanel und dort unter der Fragenfunktion können Sie Ihre Fragen gerne stellen. Wenn Sie Lust haben, probieren Sie das doch gerne schon mal aus und schreiben Sie uns zum Beispiel, woher Sie heute zugeschaltet sind. Wichtig, nur wir können Ihre Fragen sehen. Das heißt, diese würde ich dann vor der Beantwortung laut vorlesen, sodass Herr Hofmeister sie dann beantworten kann. Sie bekommen die Folien im Anschluss per E-Mail zugesandt. Und dann haben wir noch eine Bitte an Sie. Und zwar erhalten Sie sich, wenn Sie sich vom Webinar dann am Ende abmelden, einen kurzen Feedbackbogen. Das sind insgesamt 5 Fragen. Und ich würde Sie da ganz herzlich bitten, diese Fragen auch zu beantworten. Geht ganz schnell. Das hilft uns einfach, unser Angebot auch passgenau für Sie weiterzuentwickeln. So, dann würde ich aber auch gerne Herrn Hofmeister das Wort übergeben. Lieber Christian, ich erstelle dich mal eben zum Moderator, dass du dann auch deine Folien teilen kannst. Und dann würde ich mich für die Zeit ausschalten und dann können Sie Herrn Hofmeister mit seinen Ausführungen lauschen. Super, danke dir, Sarah. Mein Bildschirm sollte jetzt geteilt sein mit der Anfangsfolie. Und ich würde direkt mal starten mit dem Thema E-Learning im Unternehmen nutzen. Ja, wie gesagt, heute möchte ich Ihnen einen einfachen Einstieg in das Thema E-Learning geben und wie Sie es für Ihre unternehmensinterne Aus- und Weiterbildung nutzen und einsetzen können. Sie sehen hier einen Überblick, welche Punkte ich heute in den nächsten Minuten gerne ansprechen möchte. Ich zeige Ihnen die wichtigsten Aspekte, die Sie bei der eigenen E-Learning-Konzeption beachten sollen. Am Ende präsentiere ich Ihnen auch noch mal ein konkretes Projekt aus der Praxis, also das Projekt Netzwerk Q4.0, in dem ich auch aktuell als Teamleiter arbeite. Und das Netzwerk
Q4.0 stellt kostenlose Weiterbildungsangebote speziell für das Ausbildungspersonal in Unternehmen zur Verfügung. Und wir haben das auch mit Akteuren aus der Praxis konzipiert, entwickelt und bieten das im Blended Learning Format bundesweit an. Aber dazu später gerne mehr. E-Learning. Was bedeutet es und welche Arten gibt es? Ja, was ist eigentlich gemeint, wenn wir von E-Learning reden? Die Übersetzung davon ist Electronic Learning, in Deutsch so viel wie elektronisch unterstütztes Lernen, elektronisches Lernen. Dieser Begriff wird oftmals auch heutzutage für bestimmte Arten von E-Learning als Synonym verwendet, wie zum Beispiel E-Learning wird verwendet, aber man meint eigentlich Web-Based Training. Konkret handelt es sich bei dem Begriff E-Learning aber um alle Lernformate und Methoden, Arten, die digital stattfinden. Es ist dabei egal, ob das digitale Medium online über den Internetbrowser beispielsweise von Ihnen, also live aufgerufen wird oder abgespeichert auf dem eigenen PC oder auf einem Tablet aufgerufen wird, also offline in dem Sinne. Ja. Oft werden digital aufbereitete Lerninhalte über eine Lernplattform bereitgestellt. Das sogenannte Learning Management System, abgekürzt LMS. Und die Dateien dort auch verwaltet. Ein solches System verbessert im Unternehmen und erleichtert auch die betriebsinterne Weiterbildung. Bedeutet aber auch einen organisatorischen Mehraufwand bezüglich der Pflege und Bereitstellung von Lerninhalten für die Mitarbeitenden. Vielleicht haben Sie ja selbst schon ein LMS in Ihrem Unternehmen, dann eignet sich das noch viel besser, um E-Learning-Inhalte für Mitarbeitende dort bereitzustellen. Wenn wir mal gucken, welche Chancen und Potenziale bietet überhaupt E-Learning für Ihr Unternehmen. Ja, und als Chancen sehe ich vor allem eine einfache und schnelle Art der Wissensbereitstellung. Eine flexiblere und besser steuerbaren Lernprozess, der dadurch entsteht. Gleichzeitig eine Chance ist auch die einfache digitale Dokumentation der Lernergebnisse durch die Mitarbeitenden. Also das Wissen auch nachhaltig verfügbar bleibt, weil es digital abgespeichert ist. Eine weitere Chance ist es, was ich Ihnen gerne mitgeben möchte, dass man digitale Nuggets als Wissensimpulse im Unternehmen nutzen kann. Jetzt stellt sich die Frage auf, was ist denn überhaupt ein Nugget? Das möchte ich gerne beantworten, wie ich ein Nugget definiere. Ein Nugget ist eine Mini-Lerneinheit, die wenige Minuten dauert, also maximal so 10 Minuten. Wird auch öfter als Lernhäppchen oder bedarfsgerechte Häppchen bezeichnet. Also es geht darum, einen bestimmten Inhalt kurz zu erläutern, digital zu erläutern. Ja, E-Learning, das will ich von Anfang an sagen, ist sowohl für kleinere als auch für große Unternehmen geeignet. Aber welche Vorteile stecken denn beim Thema E-Learning dahinter? Möchte ich Ihnen auch gerne 10 Vorteile vorab mitgeben. Zuerst einmal das selbstgesteuerte Lernen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ermöglicht wird, also auch ein orts- und zeitunabhängiges Lernen. Die schnellere Verbreitung von Wissen im Unternehmen selbst, also wie eben schon gesagt, E-Learning verschafft Mitarbeitenden schnelle Impulse zwischendurch sozusagen. Die flexiblere Anpassung an spezifische Bedürfnisse der Mitarbeitenden, auch wenn Vorkenntnisse vorhanden sind, dass sich die Medien gezielt danach anpassen kann. Was auch ein Vorteil von E-Learning ist, ist das mehrsprachige Lernen. Das heißt, dass ich ein Medium in mehreren Sprachen gleichzeitig zur Verfügung stellen kann. Oder zum Beispiel, wenn ich ein Web-Based Training zur Verfügung stelle, da kommen wir aber gleich nochmal drauf, was es genau ist, dass ich verschiedene Sprachen auch auswählen kann. Vor allem bei internationalen Unternehmen hat das eine bedeutende Stellung. Ja, E-Learning ermöglicht auch den Vorteil, dass beliebig viele Mitarbeiter den Zugang zu den Lerninhalten haben und auch im eigenen Tempo lernen können. Das heißt, die digitalen Inhalte bleiben ja verfügbar und somit kann ich auch die digitalen Inhalte wiederholen, wann immer ich es auch brauche. Ein weiterer Vorteil ist eine standardisierte Qualität.
Also da hier kein Trainer involviert ist, speziell beim E-Learning, beim Blended Learning Format schon, ist auch ein Punkt, den ich gleich noch weiter angehe. Ja, das heißt, wenn der Trainer am einen Tag gut drauf ist und am anderen Tag vielleicht nicht mehr so gut drauf ist, variiert hier die Qualität, bei den E-Learning-Produkten aber nicht. Also das ist dann eine standardisierte, gleichbleibende Qualität, die man hier als Vorteil nehmen kann. Ich plädiere auch immer dafür, dass man in so einer Online-Umgebung, wo auch E-Learning eingesetzt wird, kommuniziert und kollaborativ arbeitet zwischen, also unter den Mitarbeitern. Und dafür eignen sich auch viele digitale Tools. Und somit kann hier ergänzend zum persönlichen Austausch auch ein digitales Tool zur Kommunikation verwendet werden und schult auch gleichzeitig die Medienkompetenz bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja, bevor ich hier zu viele Vorteile von E-Learning ausführe, möchte ich gerne mal einen Überblick geben über verschiedene Arten und Formate von E-Learnings. Welche das sind, sehen Sie jetzt genau auf dieser Folie. Nehmen Sie sich einfach mal kurz Zeit und überlegen Sie, welche Arten und Formate Sie im eigenen Unternehmen schon begegnet sind oder auch gerne an anderer Stelle schon begegnet sind. Nebenbei erläutere ich gerne nochmal die einzelnen Arten und Formate. Also wie gesagt, ein Web-based Training, abgekürzt immer mit BBT. Das sind Lerninhalte, die auf mehreren Folien, erstmal weiße Folien, digital über das Internet präsentiert werden, die natürlich dann gestaltet und gefüllt werden. Stellen Sie sich dabei bitte keine PowerPoint vor, weil für mich selbst ist eine PowerPoint, die dann online zur Verfügung gestellt wird, kein Web-based Training, sondern hier sollten viele interaktive Elemente vorhanden sein, wie zum Beispiel Klick-Elemente, die zum entdeckenden Lernen führen, Quizzes eingebettet sein, gegebenenfalls können hier auch Videos oder andere Medien auf den Folien des Web-based Training integriert werden. Ziel ist es, dass neues Wissen erlangt werden kann, altes aufgefrischt oder bereits vorhandenes vertieft wird. Ja, unter Lernvideos, das kann man erstmal ganz normal verstehen, verstehe ich verschiedene Arten auch. Das heißt, es kann ein Expertenvideo sein, also wirklich, wo ein Experte aus der Praxis zu einem bestimmten Thema spricht. Ein Expertenvideo könnte aber auch sein, dass ein Kollege, der Experte in einem bestimmten Gebiet ist, sich vor die Kamera stellt und etwas erklärt. Ein animiertes Video gibt es hier auch mit Comic-Charakteren. Das haben Sie bestimmt schon öfters mal gesehen. Wo vielleicht kleine Produkte auch erklärt werden oder bestimmte kleine Prozesse visualisiert und erklärt werden mit so einem Charakter-Comic-Video. Es gibt auch die Art des Tutorial-Videos. Das ist oft so ein Video, was Sie auch auf YouTube finden, zu bestimmten Programmen, die Sie verwenden. Oder auch einfach ein Screencast, also wenn Sie Ihren Bildschirm abfilmen. Das eignet sich auch besonders dafür, wenn Sie mal kurz erklären möchten, wie ein Programm funktioniert, das Sie selbst benutzen und das Ganze noch mit einer Audiostimme hinterlegen als Erklärung. Eine Online-Wissensbank, Wissensdatenbank könnte beispielsweise ein Unternehmenswiki zu bestimmten Fachthemen sein. Das ist der Vorteil von so einem Unternehmenswiki ist, dass es einfach aktualisiert und erweitert werden kann. Ein digitales Lexika zu bestimmten Themen oder ein anderes Beispiel wäre eine digitale Ablage von Abläufen, Prozessen im Unternehmen, sei es jetzt als PDF oder beispielsweise als Grafik. Was ist ein Webinar? Ein Webinar, wir befinden uns jetzt beispielsweise in einem Webinar, es ist also ein Online-Vortrag zu einem bestimmten Thema mit abschließender Diskussion, wo Sie auch Fragen stellen können. Ein Podcast kennt jeder, ist eine Audiodatei zum Abspielen, aber hier nochmal ein Hinweis, ein Podcast besteht meist aus mehreren Audiobeiträgen zu einem Hauptthema, zum Beispiel auch ein fachliches oder ein Softskill-Thema zur Weiterbildung, was sich jetzt bei Ihnen im Unternehmen eignen würde. Digitale Dokumente sind alle Dokumente, die Sie digital zur Verfügung stellen können, sei es jetzt eine PDF, eine PowerPoint, eine Word-Datei etc. Dann gibt es noch den Punkt digitale Wissensabfrage. Was meine ich damit? Es könnte zum Beispiel eine Quiz-App sein für Mitarbeitende zu bestimmten Unternehmensthemen, unter anderem zum Beispiel zur Sicherheitsschulung im Unternehmen oder auch für Azubis eignet sich so eine Quiz-App
perfekt, beispielsweise zur Prüfungsvorbereitung. Digitale Simulationen, darunter fallen beispielsweise Planspiele, ein bekanntes Planspiel, was auch schon im Schulkontext und im Ausbildungskontext benutzt wird, ist das Planspiel Börse von der Sparkasse, wo es hier wirklich um Aktiengeschäfte geht und ich das Ganze in einem geschützten Raum live erleben kann. Oder Game-Based Learnings, das ist aber ein eigenes Thema, was heute den Rahmen ein bisschen sprengen würde. Es gibt noch die VR- und AR-Anwendungen. Ich nenne es gerne E-Learning 2.0, weil es hierbei auch um digitale Tools sich handelt. Zum Beispiel zum Vermitteln von Arbeitsschutz oder auch in der Betriebselektronik, um einen Schaltschrank beispielsweise zu simulieren, den man nicht so einfach betreten kann, um was auszutesten, weil man sonst einen großen Stromschlag bekommt. Aber gleichzeitig eignet sich zum Beispiel so eine VR-Brille auch unter Vertrieblern, die dann die Möglichkeit beim Kunden haben, eine Maschine beim Kunden selbst zu präsentieren in der Lagerhalle, bevor die überhaupt dann dort steht. Und dann gibt es natürlich auch noch viele weitere Anwendungsmöglichkeiten. MOOCs sind große, kostenlose, zugängliche Online-Kurse, wo viele Teilnehmer gleichzeitig gemeinsam zu einem Thema zuhören. Und jetzt das Thema, was ich nicht unbedingt unter E-Learning fasse, sondern das ist ein Thema, das E-Learning ergänzt, also ein Format, das E-Learning ergänzt, das ist Blended Learning, wird oftmals definiert als Verknüpfung und Verbindung von Online- und Präsenzlernen, obwohl die Pandemie ja gezeigt hat, dass bestimmte Präsenzformate auch wunderbar im Online-Raum gelingen können. Ich unterscheide aber hier bei Blended Learning nicht zwischen Online und Präsenz, sondern eher zwischen einer Selbstlernphase, also Lernphasen, in denen die Lernenden selbstgesteuert mithilfe von digitalen Medien lernen, und dann Gruppenlernphasen, in denen die Lernenden mit anderen Teilnehmenden aus dem Trainingskurs zusammenkommen, miteinander lernen, diskutieren, Lerninhalte praxisnah anwenden oder gemeinsam ein Konzept erarbeiten. Starten Sie mit dem Thema E-Learning im eigenen Unternehmen durch. Da stellen sich aber am Anfang dann bestimmt einige Fragen und ich möchte gerne 4 davon beantworten. Für wen ist E-Learning geeignet? Und hier die klare Aussage: für alle. Eben schon genannt, egal ob kleine, mittlere oder große Unternehmen, von den Azubis, Angestellten, Führungskräften bis hin zur Geschäftsführung. Gegebenenfalls unterscheiden sich hier die Lerninhalte je nach Zielgruppe. Allgemeine Inhalte wie beispielsweise der Datenschutz sind aber dann wieder für alle Personen und Unternehmen gleich wichtig. Ja, E-Learning ist unter anderem auch bereits für Onboarding-Prozesse bestens geeignet, um Mitarbeitenden schon von Anfang an einen einfachen und schnellen Überblick über das Unternehmen, notwendige Anwendungen, Produkte etc. zu geben. Wie fange ich an und wie kann ich E-Learning im Unternehmen erfolgreich bei den Mitarbeitenden einführen? Da wäre ein Impuls von mir: achten Sie am Anfang darauf, dass Sie für die Mitarbeitenden wichtige und interessante Themen aussuchen. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Am besten binden Sie die Mitarbeitenden am Anfang auch oder eine Gruppe davon ein und fragen konkret, zu welchen Themen gerade Informationen benötigt werden oder wo ein Lernbedarf besteht. Warum ist das Ganze wichtig? Weil auch bei der E-Learning-Einführung, der erste Eindruck zählt. Wenn Sie mit einem Thema beginnen, welches total trocken und uninteressant ist, wird diese Art von Lernen im Unternehmen, man kann es eigentlich sagen, nicht so einfach akzeptiert. Was möchte ich erreichen? Erreichen möchten Sie ja, wenn Sie E-Learning im Unternehmen anwenden, eine punktgenaue Aneignung von Wissen. Zum Beispiel die Vermittlung von Fachwissen oder spezieller Fertigkeiten in den unterschiedlichen Bereichen Ihres Unternehmens. Denken Sie beispielsweise auch daran, dass Sie bisherige Kenntnisse mithilfe von E-Learnings aktualisieren, anpassen
oder diese vielleicht sogar ja, korrigieren können. Also wenn viele Informationen vorhanden waren oder etwas sich geändert hat, dass sie auch bestimmte Informationen sozusagen wieder ändern können. Aber überlegen Sie sich vorher genau, welches Ziel Sie mit einem Lerninhalt erreichen möchten. Es gibt auch Themen, die rein durch E-Learning nur bedingt vermittelt bzw. gefördert werden können. Zum Beispiel ist die Förderung von Sozialkompetenzen wie Teamfähigkeit nur bedingt durch digitale Medien allein nachhaltig möglich. Hier erfordert es im Lernprozess auch eine gewisse soziale Interaktion, damit es auch super gelingen kann. Und der letzte Punkt, wie schaffe ich Akzeptanz von E-Learning? Stichwort Kommunikation. Kommunizieren Sie wirklich hier offen und transparent, was Sie machen, welche Ziele Sie damit verfolgen und was es den Mitarbeitenden bringt, also was bringt es mir? Dabei ist es wichtig, dass für die Nutzung von E-Learning auch die Lernzeit zur Verfügung gestellt wird. Also mein Impuls ist hier auch, die Arbeitszeit ist gleich die Lernzeit. Und dies ist ein Punkt, der offen kommuniziert werden sollte. Hat auch was damit zu tun, wenn Sie eine gewisse Lernkultur in Ihrem Unternehmen etablieren, aber diese braucht auch Zeit. Nehmen Sie sich auch diese Zeit, aber es lohnt sich. Und kommunizieren Sie klar, an welchen Stellen die Mitarbeitenden auch verschiedene digitale Lerninhalte finden können. Nicht, dass man auch zig Inhalte erstellt, E-Learnings erstellt, aber der große Teil der Mitarbeitenden gar nicht weiß, wo das Ganze zu finden ist. Ja, das sind wir beim nächsten Thema. Wie können Sie E-Learning einfach nutzen? Stellen Sie Ihren Mitarbeitenden doch zunächst einzelne digitale Lernnuggets zur Verfügung. Suchen Sie dazu spannende und wichtige Themen heraus, eben ja schon gehört, und denken Sie auch daran, dass diese Nuggets immer wieder genutzt werden können, auch von neuen Kolleginnen und Kollegen. Dabei kann zwischen allgemeinen und fachspezifischen Lerninhalten unterschieden werden. Entscheiden Sie einfach selbst, in welchem Bereich Sie damit anfangen möchten. Ich empfehle Ihnen, eigentlich mit einem allgemeinen, interessanten und wichtigen Thema anzufangen, um hier möglichst viele Mitarbeitende damit zu erreichen und E-Learning auch in den Unternehmen etablieren zu können. Ja, Beispiele dafür sind eine mediengestützte Einführung beim Onboarding, eben auch genannt, eine Podcast-Reihe über Neuerungen im Betrieb oder auch, was sich immer gut eignet aus eigenen Erfahrungen, kleine Videos zu IT-Fragen. Das können auch zum Beispiel, es muss nicht unbedingt von der IT selbst kommen, weil die ja wieder, die IT-Abteilung wieder eine eigene Fachsprache drauf hat, sondern am besten auch in einem Video erklärt der Kollege einer Kollegin etwas. Ja, probieren Sie auch die Erstellung von Web-based Trainings selber aus. Also dadurch können Sie kleine Lerninhalten zum Vertiefen eines Themas erstellen und mehrere digitale Medien wie Audio, Video, Bilder, Texte zur Gestaltung nutzen. Eine kostenlose Software zum Erstellen solcher interaktiven Inhalte, also ein WBTs, wäre hier H5P. Daneben gibt es auch einige kostenpflichtige Programme, die Sie aber erstmal auch mit einer Testversion testen können, zum Beispiel Articulate Storyline. Storyline ist ein E-Learning-BBT-Erstellungsprogramm, das ich selbst sehr intensiv nutze und auch davon begeistert bin, einfach auch, weil es einfach verständlich ist. Es sieht eher aus wie eine PowerPoint-Oberfläche, ermöglicht aber schöne interaktive BBTs. Ja, auf YouTube findet man dazu auch einige gute Einführungsvideos, wenn man sich jetzt nicht direkt eine Schulung dazu kaufen möchte. Ja, man kann sich dieses Programm erstmal in der Testversion zum Selbstlernen aneignen. Eben auch schon genannt die Einrichtung eines Unternehmenswikis, in dem alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit haben, ihr Wissen zu teilen und von Erfahrungen anderer zu lernen. Wichtig hier ist auch die Kommunikation, damit dieses Tool genutzt wird und auch die Pflege. Einen Hinweis möchte ich hier noch geben.
auch bezogen, wenn Sie ein kleines, mittleres Unternehmen sind, sind nicht immer die Ressourcen da, ein Lernmanagementsystem einzuführen. Das muss auch nicht sein. Je nach Größe und Ressourcen Ihres Unternehmens können Sie E-Learning-Inhalte auch im Internet oder zum Beispiel auch in der Cloud. Viele haben sich jetzt während der Pandemiezeit auch Microsoft Teams angeschafft. Es eignet sich auch Microsoft Teams, um hier einen Kanal zu eröffnen, wo E-Learning-Inhalte einfach bereitgestellt werden können. Gleichzeitig eignet sich auch der allgemeine Firmenserver, um hier E-Learnings zur Verfügung zu stellen. Wichtig bei den Mitarbeitenden ist die Infrastruktur, also dass auch die Geräte wie zum Beispiel Laptops vorhanden sind, der Zugang und der Ort der Medien bekannt ist und ermöglicht wird und eine gute Internetverbindung besteht. Hier auch nochmal das Stichwort, was ich gerne mit auf den Weg geben möchte, Kommunikation, also informieren Sie transparent über E-Learning-Angebote und wo diese auch bei Ihrem Unternehmen zu finden sind. Was ist denn eigentlich bei der E-Learning-Konzeption zu beachten? Das ist jetzt das nächste Thema, was ich kurz hier skizzieren möchte. Ja, ein guter Satz zum ersten Punkt ist, schauen Sie Ihrer Zielgruppe auf den Mund. Also wie spricht Ihr Mitarbeiter, Ihre Mitarbeiterin, für die Sie E-Learning-Formate Inhalte entwickeln wollen? Ist es eher ein lockerer Ton? Sollte man hier eher moderat formulieren? Eines ist für ein entsprechendes und motivierendes Lernen zu empfehlen, und das ist die direkte und persönliche Ansprache. Also überlegen Sie sich, ob Sie in der Ansprache das Sie oder doch eher das Du wählen. In meiner Praxis hat sich gezeigt, hat sich sehr gute Erfahrungen auch ergeben mit der Du-Ansprache, weil ich hier eigentlich nicht mit meinem Vorgesetzten spreche, sondern ja zum Beispiel in einem Web-based Training mit meinem System, mit meinem Bildschirm interagiere und so die Du-Ansprache eigentlich ganz gut ankommt. Das ist eine Ansprache, die dann auch, wenn ich jetzt selbst lerne, auf Augenhöhe ankommt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Achten Sie auch auf eine einfache Sprache, also Vorsicht bei Fachbegriffen, die vielleicht nur Sie als Experte, als Expertin verstehen, aber Verwirrung beim Großteil der Mitarbeitenden führen könnte, zum Beispiel bei IT-Begriffen. Erklären Sie Inhalte also in einfachen Worten und achten Sie darauf, wer mit den digitalen Medien lernt oder lernen soll. Sie kennen es ja selbst, eine Textflut erschlägt und motiviert nicht unbedingt zum Lesen. Also Stichwort hier Fokus. Bringen Sie es auf den Punkt und vermeiden Sie hier Text- und Audiofluten in E-Learning-Formaten. Also teilen Sie Lerninhalte beispielsweise auch auf, so erhält der Lernende einen besseren Zugang zum vermittelten Inhalt. Packen Sie nicht alles auf eine Folie, versuchen Sie nicht irgendwie 1000 Sätze in ein kurzes Video zu packen, sondern wirklich fokussiert den Inhalt zu vermitteln. Da passt auch gut dazu die visuelle Gestaltung, denn Bilder sagen manchmal mehr als Worte. Also Bilder erklären komplexe Sachverhalte oft einfacher und verständlicher. So kann ein Sachverhalt treffend mit einer Grafik oder treffend auf den Punkt gebracht werden. Wie bereits ja beim Schreibstil eben gesagt, bleiben Sie nah an Ihrer Zielgruppe dran. Also wenn Sie richtige Bilder finden möchten, sollten Sie auch an folgende Fragen denken, wie verhalten sich die Mitarbeiter, wie sehen sie aus, was spricht sie an, damit hier auch ein authentisches Bild entstehen kann. Die Auswahl eines geeigneten Lernmediums ist auch wichtig, darauf kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Die Länge von digitalen Medien ist ein entscheidender Motivations- und Erfolgsfaktor. Also konkret kann ich Ihnen sagen, weniger ist mehr. Hier auch wieder fokussieren auf das Wichtigste.
Ja, als Orientierung, wenn Sie so ein animiertes Video haben, dann merkt man schon, dass nach 3 Minuten so die Motivation schwindet, man nicht mehr so richtig zuhören möchte. Daher aus der Praxis maximal 3 Minuten für animierte Videos. Ein Expertenvideo, wo wirklich ein Experte vor der Kamera steht, maximal 10 Minuten, wenn der Impuls länger ist, lieber den Inhalt auf 2, 3 Videos aufteilen, die ich nach und nach gucken kann. Bei Web-Based Training sollte die Lernzeit nicht länger als 20 bis 25 Minuten betragen. Da auch wieder ist der Lerninhalt viel, viel größer, mehrere WBTs hintereinander zu stellen. Bei Podcasts ist so die Erfahrung, dass diese nicht länger als 3 bis 5 Minuten sein sollen, bezogen auf den Arbeitskontext, damit diese auch im Arbeitsalltag einfach integriert werden können. Denn wenn ich Podcasts mit über 10 bis 15 Minuten habe, sind diese nicht mehr so leicht in den Arbeitsalltag und in die Arbeitszeit zu integrieren. Ja, und dann ist die Entscheidung noch, mache ich selbst oder kaufe ich E-Learnings ein? Und ich würde Ihnen erstmal raten, probieren Sie es einfach erstmal selbst aus, also selbst zu erstellen. Es muss nicht immer die perfekte Qualität sein. Oft ist ein authentisches Video aus dem Kollegenkreis vollkommen ausreichend. Also achten Sie jedoch hier auf den roten Faden, dass es auch vom Inhalt sinnvoll abläuft und eine einheitliche und ansprechende visuelle Gestaltung. Andererseits nutzen Sie gerne vorhandene kostenlose oder kostenpflichtige Medien zu bestimmten Lernthemen aus dem Internet. Das COFA hat dazu sogar eine Liste möglicher E-Learning-Anbieter zur Verfügung gestellt. Suchen Sie da einfach auf der COFA-Internetseite nach dem Thema der Weg zum passenden E-Learning-Angebot. Das ist richtig, genau, der Weg zum passenden E-Learning-Angebot. Da finden Sie auch nochmal eine Auflistung bestimmter Dienstleister oder bestimmter Internetseiten, wo Sie zu kostenlosen, kostenpflichtigen Medien gelangen. Ein Punkt, der aber nicht zu vernachlässigen ist, ist die Didaktik. Und aus didaktischer Sicht möchte ich Ihnen folgende Punkte mit auf den Weg geben. Eine gezielte Aufbereitung der digitalen Lerninhalte ist bedeutend für den Lernerfolg und die Akzeptanz von E-Learning-Angeboten. Also überprüfen Sie, welche allgemeinen und spezifischen Lernbedarfe im Unternehmen bestehen. Konzipieren Sie Ihre digitalen Inhalte entsprechend Ihrer Zielgruppe. Das ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal das Wort Persona gehört haben. Also es eignet sich bei der Erstellung von E-Learnings vorab, eine Persona zu definieren oder mehrere Personas zu definieren. Eine Persona ist ein fiktiver Nutzer, dem Bedürfnisse, Fähigkeiten und Ziele hinterlegt werden. Also das ist dann praktisch der typische Vertreter der Zielgruppe. Also das sind die typischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt mit dem E-Learning angesprochen werden sollen. Beachten Sie auch das entsprechende Vorwissen, denn dadurch vermeiden Sie Langeweile und Demotivation beim Lernen. Gegebenenfalls, wie eben erwähnt, könnte ein Lerninhalt, ein E-Learning aufgeteilt werden, dass man hier ein Basis-E-Learning hat und dann nochmal eins mit Experteninhalten macht. So vermeide ich, dass jemand, der schon gewisse Basiserfahrungen hat, erst nochmal die ersten paar Minütchen das Basiswissen sich aneignen soll. Manchmal aber auch nicht schlecht, wenn das nochmal passiert. Ja, Lernziele sind die Eckpfeiler der Didaktik bezogen auf jeden E-Learning-Kurs beziehungsweise eines digitalen Mediums. Lernziele sind der Grund, weshalb Sie überhaupt eine Lerneinheit erstellen. Denn an den Lernzielen orientieren Sie sich bei der Auswahl des Lerninhalts. Also wenn Sie wissen, welches Ziel Sie verfolgen, dann können Sie erst entscheiden, welchen Inhalt benötige ich und gleichzeitig welches Lernmedium eignet sich dann dafür. Mithilfe der Lernziele lässt sich ja auch messen, wie erfolgreich Ihr Lerninhalt bzw. Ihre Lerneinheit, Ihre digitale Lerneinheit war. Denn ohne Lernziele wissen Sie
gar nicht, warum sie den Kurs eigentlich erstellen, welche Inhalte aufgenommen werden sollen und wie sie den Erfolg des Kurses messen sollen. Überlegen Sie sich, wie Sie zu bestimmten Lerninhalten Feedback geben möchten. Also zum Beispiel ermöglichen Sie kleine Umfragen oder Quizzes oder MC-Fragen. Hier ist aber darauf zu achten, wenn Sie es nicht möchten, dass es eine Testumgebung ist, also dass sich Mitarbeitende irgendwie wie in einer Testwelt befinden, denn dadurch kann auch die Akzeptanz wieder von E-Learning gemindert werden. Dann kommunizieren Sie wirklich offen, dass es zur eigenen Reflexion, zur Selbstreflexion genutzt wird. Um nochmal zu hinterfragen, habe ich denn das Thema verstanden? Komme ich jetzt mit dem Thema klar? Weiß ich, wie ich das Thema jetzt zukünftig in meinem eigenen Arbeitsalltag berücksichtigen bzw. anwenden kann? Egal, ob Sie einen E-Learning-Kurs oder einzelne digitale Lernmedien zu unterschiedlichen Themen zur Verfügung stellen, der rote Faden sollte hier immer gegeben sein. Das heißt, die Mitarbeitenden sollten wissen, was ist das Ziel und warum mache ich das Ganze überhaupt. Und das hängt auch mit der Motivation zusammen. Also, und die Motivation spielt eine wichtige Rolle für den Lernerfolg beim Einsatz von E-Learning. Wichtige Punkte hier waren der zeitliche Rahmen, die Verständlichkeit der digital aufbereiteten Inhalte, sowie die zielgruppengerechte Aufbereitung, also der klare Arbeitsbezug. Ja, und wie wähle ich jetzt ein geeignetes Medium aus? Allgemein müsste man immer sagen, es kommt darauf an. Also achten Sie auf Ihr Lernziel. Welches Lernziel verfolgen Sie? Wenn es wirklich darum geht, dass Lerninhalte angewendet werden sollen, dann ist vielleicht nicht immer ein Video ausreichend, sondern da sollte man eher Richtung BBT gehen und dann vielleicht nochmal eine kleine Präsenzveranstaltung oder so einen Online-Workshop anbieten. Ja, handelt es sich um ein einfaches oder kompliziertes Thema? Das ist auch ein wichtiger Punkt bezüglich der Auswahl eines Lernmediums. Wie lernen Ihre Mitarbeitenden denn am liebsten? Also, wenn zum Beispiel kleine Video-Nuggets der perfekte Weg ist, um kleine Impulse zu bestimmten Themen zu geben, dann nutzen Sie auch dieses Lernmedium. Achten Sie auch darauf, ob die Inhalte kontinuierlich angepasst oder aktualisiert werden sollen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel auch extern ein Lernvideo erstellen, dann lässt sich dieses nicht mehr einfach anpassen. Dann schon eher mit einem Web-based Training oder mit einem Unternehmenswiki arbeiten, sodass auch die Inhalte einfach aktualisiert und angepasst werden können. Und wie eben auch schon darauf hingewiesen, gegebenenfalls eignet sich auch eine Kombination digitaler Medien, zum Beispiel das verfügbare Video und gleichzeitig aber auch noch eine digitale Checkliste im PDF-Form dazu. Achten Sie darauf, dass Ihre digitalen Lernmedien zum Inhalt passen. Das ist hier die Aussage bzw. der Impuls dieser Folie. Und wichtig ist, dass sich die Medien leicht in den Arbeitsalltag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter integrieren lassen. Vier Tipps für Ihre Praxis, die ich auch gerne noch mitgeben möchte. Seien Sie wirklich offen gegenüber dem Thema Digitalisierung und probieren Sie es einfach aus. Fokussieren Sie sich auf relevante und interessante Inhalte für Ihre Mitarbeitenden. Tipp 3, achten Sie auf die Einfachheit Ihrer digitalen Lernmedien. Oftmals, ich habe es selbst oft erlebt, verstrickt man sich in den Themen, will immer mehr und mehr reinpacken, aber machen Sie irgendwann mal einen Punkt und sagen Sie, was ist denn der Hauptfokus, den ich vermitteln möchte und das Ganze auch noch einfach. Und Kommunikation ist sehr wichtig. Erklären Sie Ihren Mitarbeitenden den Zweck und Sinn, warum bestimmte E-Learning-Angebote im Unternehmen zur Verfügung stehen und wie diese genutzt werden sollen. Ja, nun möchte ich Ihnen noch zum Abschluss das Projekt Netzwerk Q4.0 vorstellen.
Informieren Sie sich gerne auch im Nachgang nochmal genauer über das Projekt und nutzen Sie die kostenlose Weiterbildungsangebote, die speziell für das Ausbildungspersonal dort zur Verfügung gestellt werden und auch durchgeführt werden. Am Ende zeige ich Ihnen auch nochmal die Webseitenadresse, damit Sie auch gezielt nochmal Informationen zum Netzwerk 4.0 nachlesen können. Kurz nochmal zur Ausgangslage. Das Projekt startete Ende 2019 und läuft jetzt noch bis Ende 2022. Und die Ausgangslage war, dass der digitale Wandel ja die Praxis der Ausbildung sehr beeinflusst und Ausbilderinnen und Ausbilder heutzutage vor großen Herausforderungen bezogen auf den digitalen Wandel stehen. Ja, und eine Unternehmensbefragung hat hier auch ergeben, dass 2/3 der Unternehmen sich bisher weniger intensiv oder gar nicht mit dem Thema Digitalisierung in der betrieblichen Ausbildung beschäftigt haben. Und genau das ist jetzt ja unser Grund, warum wir hier Handlungsbedarfe erkannt haben und ja, Ausbilderinnen und Ausbilder fit für den digitalen Wandel machen möchten. Und dazu entwickeln wir passgenaue Weiterbildungsangebote im Blended Learning Format. Und hier setzt unser Projekt an. Ziele des Projekts ist es, passgenaue Weiterbildungsangebote auf der einen Seite zu entwickeln, diese aber auch der Praxis bereitzustellen, auch mit Trainerinnen und Trainern bereitzustellen und bei Unternehmen, also beim Ausbildungspersonal durchzuführen. Wir wollen die Fachkompetenzen sowie selbst Sozialkompetenzen bezogen auch auf den digitalen Wandel weiter stärken. Wir nutzen die Chancen der digitalen Transformation für die Ausbildung und wir schaffen Qualitätsstandards bei der Qualifizierung des Ausbildungspersonals und definieren auch einen neuen Weg der Weiterbildung. Und das passt nämlich jetzt genau zu dieser Folie. Hier skizziere ich kurz nochmal unser U4.0 Blended Learning Weiterbildungskonzept. Ja, und wir haben das Motto, alles auf einen Blick, alles auf einen Klick. Das heißt, Sie können sich auch bei uns auf der Lernplattform kostenlos registrieren. Das ist dann eine Lernwelt, in der Sie dann auch kostenlos die Q4.0 Trainings durchlaufen können. Dazu gibt es immer einen gewissen Startzeitpunkt in den verschiedenen Bundesländern. Das heißt aber nicht, wenn Sie jetzt aus Bayern beispielsweise kommen, dass Sie jetzt nicht an einem Q4.0 Training aus Hessen teilnehmen können. Aktuell sind die Workshops nämlich auch noch alle online. Von daher haben Sie jetzt auch keine Reiseaktivitäten, die Sie vornehmen müssen. Aber auch danach dürfen Sie natürlich auch bundesweit an den Trainings teilnehmen. Ja, wir haben hier ein innovatives Blended Learning Design, in dem nicht nur das Verstehen, sondern auch das Anwenden im Fokus steht. Das heißt, unsere Q4.0 Trainings, so werden jetzt, wie gesagt, unsere Weiterbildungsangebote genannt, ermöglichen ein einfaches und interaktives Lernen, vor allem mit Hilfe unserer Web-based Trainings. Die Selbstlernphasen werden gezielt genutzt, um praxisnah ein Vorwissen aufzubauen. Und die Gruppenlernphasen nutzen wir dann gezielt, um in den Austausch mit der Praxis unter den Teilnehmenden untereinander zu kommen und Lösungen zu eigenen Problemen zu finden. In den Selbstlernphasen ist auch genügend Zeit vorhanden, um im eigenen Tempo zu lernen. Und was uns sehr wichtig ist, ist die Vernetzung mit anderen Ausbilderinnen und Ausbildern. Und das wird in jedem Q4.0 Training ermöglicht. Gleichzeitig steht der Praxistransfer immer innerhalb eines Trainings an oberster Stelle, also die Beantwortung des Wies, also das Wie. Das heißt, ich bekomme nicht nur das Wissen zu einem Inhalt vermittelt, sondern auch, wie setze ich das in meiner Ausbildungspraxis, in meinem Ausbildungsalltag mit meinen Auszubildenden um. Also hier geht es dann konkret um die Anwendung der Lerninhalte mit einem individuellen Praxisbezug. Ja, und innerhalb unseres Blended Learning Formats legen wir Wert auf eine digitale Medienvielfalt. Also wir nutzen hier unterschiedliche E-Learnings, damit wir auch verschiedene Lerntypen während des gesamten Q4.0 Trainings ansprechen können. Hier sehen Sie unser Team. Das ist noch ein Foto von
Anfang 2020, bevor die Pandemie losging. Mittlerweile sind wir 90 Projektmitarbeitende im Projekt. Und auch Sie haben hier die Möglichkeit, Ihre branchenspezifischen Weiterbildungsbedarfe im Zuge der Digitalisierung zu melden. Also sowie bei der Konzeption und auch damit verbundenen Testings unserer Trainings mitzuwirken. Also kontaktieren Sie dazu einfach die Koordinierungsstellen in Ihrem jeweiligen Bundesland. Natürlich können Sie auch an dem fertig entwickelten Q40-Trainings teilnehmen. Alle Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Webseite. Die Adresse blende ich dann gleich nochmal ein. Hier sehen Sie noch eine Karte mit den einzelnen Projektpartnern im Netz der Q40. Ich lasse diese mal kurz ein paar Sekunden noch eingeblendet, damit Sie Ihr Bundesland suchen können. Genau, und da können Sie auch, wenn Sie jetzt bestimmte Themen haben, die Sie jetzt als relevant empfinden, wo auf jeden Fall nochmal Weiterbildungsbedarf in der Ausbildungspraxis bei Ausbilderinnen und Ausbildern vorhanden ist, können Sie das gerne auch dann Ihrer Koordinierungsstelle melden. Wir arbeiten hier mit der Methode Design Thinking, also wirklich nah an der Zielgruppe dran zu sein. Und auch hier führen wir dann Interviews beispielsweise, um auf die Bedarfe zu kommen. Wir haben Q40-Trainings in sämtlichen Branchen, sei es jetzt die HOGA- und Tourismusbranche, Handwerk, Bau, Textil, Metall und Elektro, Logistik, die kaufmännische Branche. Aber gleichzeitig haben wir auch neben den fachspezifischen Themen branchenübergreifende Fachthemen. Und hier steht auch der digitale Wandel immer als Bezugspunkt im Vordergrund und wird innerhalb der Trainings bei den Lerninhalten berücksichtigt. Also hier geht es zum Beispiel auch um die Rolle wie zum Beispiel die Lernbegleitung im digitalen Wandel, das digitale Arbeiten in der Ausbildung, digitale Technologien, aber auch die Gestaltung einer innovativen, modernen, betrieblichen Didaktik. Zu guter Letzt hier, wie versprochen, die beiden Links. An erster Stelle sehen Sie hier den Projektlink. Da finden Sie alle startenden Q40-Trainings sowie weitere Veranstaltungen. Und der zweite Link, noch ein bisschen sperrig, wird bald, denke ich, auch nochmal angepasst, ist der Link zu unserer Lernplattform. Da können Sie sich kostenlos registrieren. Es gibt auch einen Beispielkurs, der hier mittlerweile freigeschaltet ist. Und ansonsten, wenn Sie sich für ein Training anmelden, findet dann auf dieser Lernplattform das Lernen statt. Ja, Sarah, dann gebe ich gerne zurück und sage vielen Dank. Ich lasse aber gerne noch die Folie kurz eingeblendet, damit man sich vielleicht notfalls noch die LMS, die Lernplattform-Webseite abschreiben kann. Genau. Ja, herzlichen Dank, lieber Christian. Herzlichen Dank für diesen sehr praxisnahen Vortrag, wo wir gesehen haben, also wie man E-Learnings für das eigene Unternehmen entwickeln, aber auch verwenden kann und auch nochmal die hilfreiche Information zu dem Netzwerk Q40, wo man eben auch auf bestehende E-Learning-Angebote zurückgreifen kann. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nochmal eine spannende Möglichkeit, ja, auf wie gesagt, vorhandene Angebote zurückzugreifen und die auch für das eigene Unternehmen zu nutzen. Ja, ich freue mich jetzt sehr auf Ihre Rückfragen, die Sie an Herrn Hofmeister haben. Nutzen Sie auf jeden Fall die Gelegenheit dafür. Ein paar Fragen sind auch schon gekommen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, nutzen Sie hierzu sehr gerne die Fragenfunktion rechts in der Taskleiste. Haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen? Ich fange sonst gerne schon mal an. Eine Frage ist gekommen, die sagt, ab wie vielen Mitarbeitern lohnt sich die Entwicklung eigener E-Learning-Formate? Kannst du da was zu sagen? Gerne. Soll ich schon mal meine Folie wieder entteilen? Genau, mach das doch gerne. Genau. Also meine Erfahrung sagt eigentlich, da gibt es keine Mindestanzahl. Denn auch wenn Sie ein kleines Unternehmen sind, ich habe es eben mit dem Beispiel Onboarding-Prozess beschrieben, auch wenn Sie ein kleines Unternehmen sind und Sie bestimmte Prozesse schon mal digitalisiert haben,
dann eignet sich vor allem das auch, den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitzugeben. Das heißt, auch wenn Sie ein kleiner Betrieb mit 5 Personen sind, eignen sich kleine E-Learnings und sei es, jetzt muss ja nicht ein professionell erstelltes Video sein, und sei es jetzt nur ein digitales Dokument oder eine Checkliste, die nochmal mit auf den Weg gegeben wird und vielleicht auch ein Screencast, wo ein bestimmtes Unternehmensprogramm erklärt wird oder wenn Sie bestimmte Produkte im Unternehmen haben, die Sie oder bestimmte Strukturen im Unternehmen haben, die Sie vorab erklären möchten, dann kann man auch dazu ein kleines selbstgedrehtes Video unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen. Also von daher, meiner Meinung nach gibt es hier keine Mindestanzahl. Natürlich, wenn man jetzt ein zweiköpfiges Team ist, dann ist man im Face-to-Face-Austausch wahrscheinlich schneller und einfacher unterwegs. Ja, danke schön. Die zweite Frage bezieht sich schon fast darauf. Die hast du, glaube ich, auch schon teilweise beantwortet. Also welches Format eignet sich insbesondere für Anfänger? Ja, da empfehle ich wirklich, sei es jetzt ein kleines Unternehmenswiki, was kostenlos aufgesetzt werden kann, um Informationen zu streuen, oder auch, wie gesagt, Checklisten, digitale Dokumente. Man denkt gar nicht, dass es sich hierbei um E-Learning handelt. Das Wichtige ist auch, dass es gut abgelegt ist, also dass es nicht irgendwie auf meinem eigenen Rechner liegt, sondern dass es auch für alle verfügbar ist und auch gut transparent kommuniziert wird, für welches Dokument ich für welchen Prozess beispielsweise verwenden sollte. Dankeschön. Und hier würde ich gerne noch anschließen. Es gibt auch mittlerweile im Internet sehr viele kostenlose, gute Videos zu bestimmten Themen. Auch auf YouTube findet man beispielsweise sehr einfache Beschreibungen, wenn es jetzt zu bestimmten Themen geht, auch fachliche Themen geht. Nutzen Sie auch die Möglichkeit und recherchieren Sie mal ein bisschen, was es denn schon auf den einzelnen Videoplattformen für gute inhaltliche Videos gibt. Dankeschön. Die nächste Frage, die gekommen ist, sind: Welche Kenntnisse und Fähigkeiten benötige ich, um in dem Bereich E-Learning zu arbeiten? Hast du da vielleicht nochmal einen Tipp? Also wir haben im Team auch Leute, die vorher wenig E-Learning-Erfahrung hatten, jetzt nicht unbedingt für den E-Learning-Erstellungsprozess jetzt hier im Team involviert sind, aber sich das Thema auch nach und nach selbstständig angeeignet haben. Also die didaktischen Punkte, die ich eben skizziert habe, das sind eigentlich wichtige Punkte, die Sie einfach selbst beachten sollten. Also seien Sie nah an der Zielgruppe dran, entwickeln Sie Ihre E-Learning-Inhalte einfach, also wirklich Stichwort Fokus. Man verläuft sich schnell, wenn man vorab kein Lernziel sich gesetzt hat. Man denkt sich, das brauche ich nicht. Aber letztlich, wenn man ein Thema anfängt und das irgendwie mit E-Learning erklären möchte, kann es sein, dass man immer wieder einen Punkt weiter draufsetzt und das eigentlich gar nicht mehr zum Lernziel gehört, was ich mir vorab gesetzt habe. Von daher, wenn Sie die didaktischen Punkte, die ich eben Ihnen skizziert habe, berücksichtigen, sind Sie schon gut dabei, einfache E-Learnings fürs Unternehmen erstellen und nutzen zu können. Dankeschön. Ja, die nächsten zwei Fragen gehen so ein bisschen in den Ressourcenaufwand. Die erste Frage wäre: Wie viele Ressourcen muss kalkuliert werden, um solche Angebote zu implementieren und aufrechtzuerhalten? Ja, da ist eigentlich die Antwort, es kommt darauf an. Da muss man wirklich wissen, was möchten Sie genau erstellen und in welchem Umfang. Also wenn Sie selbst zum Beispiel Web-based Trainings erstellen möchten, haben vorher keine Erfahrung und eignen sich das Programm selbstständig an, ist es schon zeitintensiv. Da würde ich eher auf einfache E-Learning-Formate, Arten zurückgreifen. Wenn Sie natürlich jemanden im Team haben, der sich mit der Web-based Training-Erstellung auskennt, dann sind es schon wieder ganz andere Ressourcen, weil derjenige ja noch viel schneller unterwegs ist bei der Erstellung. Also ich habe es bewusst auch in meinem Vortrag gesagt, probieren Sie es einfach aus. Also gucken Sie, wie viele Ressourcen werden aufgewendet, aber lassen Sie auch bestimmte Ressourcen zu, denn denken Sie daran, diese Inhalte sind auch nachhaltig verfügbar. Das heißt, auch für Onboarding-Prozesse, Sie müssen diese Ressourcen, die Sie in den einzelnen Onboarding-Prozessen aufwenden würden, nicht jedes Mal nochmal wiederholt durchspielen, sondern Sie haben ja schon bestimmte E-Learning-Medien entwickelt, die die Inhalte abdecken. Also auch für die Nachhaltigkeit
immer zu gucken, was spare ich mir denn auch in Zukunft? Dafür investiere ich vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Ressourcen. Dankeschön. Die nächste Frage, die quasi auf die andere Seite dann sich fokussiert, also wie viel Zeit sollte man für Mitarbeiter für E-Learning einplanen? Ja, da möchte ich den Punkt vorher noch gerne ergänzen, weil das ist ja auch ganz wichtig. Es sollte auf jeden Fall eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, je nach Größe des Unternehmens, dafür zuständig sein, das Ganze auch zu pflegen. Denn was nicht gepflegt wird, das verläuft in den Sand, das führt eventuell zu Verwirrung oder Demotivation, wenn bestimmte Inhalte nicht richtig sortiert sind, abgelegt sind etc. Also wirklich, dass sich jemand darum kümmert, dafür sollten schon Ressourcen eingeplant werden. Jetzt, Sarah, bitte wiederhole nochmal die Frage. Wie viel Zeit sollte für die Mitarbeiter für E-Learning eingeplant werden? War das Also ich verstehe. die letzte Genau. Frage schon? Ich glaube, das habe ich Also ich glaube, schon. ich, genau. Also ich glaube, das ist, vielleicht können Sie noch mal konkretisieren, die Frage. Aber ich gehe davon aus, dass es sich darauf bezieht, also wie viel Zeit quasi Mitarbeiter für E-Learning-Angebote nutzen sollten. Da kann ich, glaube ich, ein einfaches Beispiel der Videoerstellung aufgreifen. Da gehe ich jetzt nicht irgendwie, dass bestimmte Programme für animierte Charaktervideos verwendet werden sollen, sondern wenn Sie eine Videokamera haben und sich einen grünen Hintergrund, der grüne Hintergrund kann erstmal ein Spannbettlaken sein, basteln, können Sie einfach Videos produzieren in wenigen Minuten oder auch je nach Umfang ein paar Stunden, wo Sie das Video dann so zuschneiden können im Nachgang, wie Sie möchten und auch einen Hintergrund, deswegen, das heißt ja oft Greenbox, deswegen der grüne Hintergrund einfügen können, wie Sie möchten. Dazu brauchen Sie aber auch dann zum Beispiel bestimmte Programme wie Adobe Premiere, was auch wieder mit Kosten verbunden ist. Sie brauchen aber auch keine Greenbox, Sie können auch ein Video beispielsweise in der Fabrikhalle oder auch im Büro erstellen, wo man sich vor die Kamera stellt. Wichtig hierbei ist wirklich, einen ruhigen Ort sich zu suchen, Hintergrundgeräusche auszublenden. Ja, und dass die Mitarbeiter Spaß haben. Also man muss selbst Spaß bei der Videoerstellung haben, dass es auch authentisch rüberkommt. Ja, danke schön dafür. Das waren jetzt erstmal die Fragen schon nochmal, die ich von Ihnen bekommen habe. Also sehr gerne nutzen Sie die Gelegenheit. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, im Nachgang nochmal uns beide zu kontaktieren. Ansonsten würde ich gerne einmal einen Moment, so. Würde ich gerne nochmal auf unsere weiteren Angebote des digitalen Dienstags ganz kurz eingehen. Und zwar in 2 Wochen, am 26.10., haben wir den digitalen Dienstag mit meiner Kollegin Frau Blaschek zum Thema Videodrehen für Einsteigerinnen. Also wie Sie Videos auch nutzen können für Ihre Unternehmenskommunikation, für Ihre Unternehmenspräsentation und auch für die Nutzung eines Employer Brandings für Ihr Unternehmen. Dann am 9.11. das Thema digitale Kommunikation. Kommunikation im Team gestalten. Also gerade wenn jetzt aufgrund der Pandemie oder eben immer mehr Homeoffice auch genutzt wird, wie kann ich es trotzdem schaffen, die Kommunikation im Team aufrechtzuerhalten, positiv zu gestalten? Da wird Ihnen Frau Dietz ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben. Und dann im Dezember, am 7.12., meine Kollegin Frau Martin zu dem Thema Azubi-Ansprache auf TikTok, wie sie auch moderne Medien, moderne Social-Media-Angebote wie an dem Beispiel TikTok nutzen können, um insbesondere Azubis für ihr Unternehmen oder über ihr Unternehmen aufmerksam zu machen. Ja, wenn Sie Lust haben, genau, kommen Sie doch einfach, gucken Sie einfach mal unter www.kofa.de unsere Angebote an, melden sich bei unserem Newsletter an, dort bleiben Sie dann immer über aktuelle Angebote von uns informiert. Genau, alle Webinare finden Sie auch nochmal unter dem Link kofa.de/Webinare. Hier auch nochmal die Newsletter-Anmeldung. Und wenn Sie sagen, Sie hören lieber, als dass Sie lesen, empfehle ich Ihnen nochmal ganz doll unseren Podcast, Kofa auf dem Sofa, den Sie auf Spotify finden. Und ansonsten finden Sie uns auch über alle gängigen Social-Media-Angebote. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich nochmal ganz herzlich zu bedanken. Herzlichen Dank, dass Sie dabei gewesen sind.
Und lieber Christian, auch von mir nochmal herzlich Dankeschön für den spannenden Vortrag. Und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht bei einem weiteren digitalen Dienstag noch einmal sehen. Danke auch. Tschüss und einen schönen Dienstag wünsche ich Ihnen allen noch. Tschüss.